Soll ich da mal fragen, was da bei mir machbar wäre? So, ich muss ja das Ding jetzt eben mal neu starten, weil sich meine Software weggehängt hatte. Aber jetzt bin ich wieder da. Beim Kamerawechsel von Front zur Dingens. So, jetzt müsste es wieder besser werden. Denke ich, jetzt habe ich wieder ein bisschen bessere Bandbreite. Eventuell mal F5 drücken und aktualisieren. Ja. Da, Sequoia-Touren haben wir auch hier, aber da hätte ich Angst, dass ich mich aufs Maul lege. So unscharf ist er fast nett. Ja. Was bringst du mir denn eigentlich aus dem Urlaub mit, Adi? Ich weiß es noch gar nicht, du. Ich habe jetzt noch nicht so wirklich in Geschäfte reingeguckt. Hier läuft gerade echt geile Mucke. Mal ein bisschen lauschen. Geile Mucke. So, jetzt sind wir quasi hier auch schon in Sakoma. Da wird es gleich schweinevoll. Wieso böser Adi? Nur weil ich hier den Finger, Stinkefinger gezeigt habe. Nein, nicht böse Adi. Ja, hier fangen dann quasi schon wieder die Geschäfte an und da fängt das bunte Treiben an. Hier ist es ein bisschen englisch lastiger. Hier sind mehr Engländer als in Kalamilor. Hier ist dann so eine englische Bar, so viel ich weiß. Und da quasi dann vor uns ist dann jetzt schon das Zentrum, so mehr oder weniger von Sakoma rechts. Und da links sind dann die ganzen Geschäfte, Shoppingmeilen und Restaurants und was es da alles gibt. Der Schlingel bringt dir bestimmt ein Bikini. Was? Ein Bikini? Bikinis gibt es in meiner Größe nicht. Boah, mir wird gerade richtig, richtig warm. Ich weiß nicht warum, aber ich fange hier an zu ölen. Irgendwas. Ach, guck mal, da eine Miezekatze ist da. Da. Eine Miezekatze sitzt da. Jo. Und da. Und da ist auch noch ein Huhn. Mit wem bist du eigentlich da? Nur Lena oder noch andere Leute? Dabei auch noch andere Leute. Hatte ich das nicht erzählt? Ich habe meine Eltern habe ich noch eingepackt. Ich bin mit Lena und meinen Eltern da. Ich gucke jetzt gerade, wo die sind. Die müssen irgendwo hinter mir sein, weil ich habe gesagt, wir treffen uns quasi jetzt hier am Ortseingang von Sakoma. Weil hier mache ich das Ding dann gleich aus. Ja, weil Lena wollte durch die Geschäfte hier gucken, sich was kaufen. Ja, aber ich weiß, ich dachte, ich hätte das erwähnt, dass meine Eltern auch mitkommen. Habe ich vielleicht nicht, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Oder du warst in dem Stream nicht da, als ich das gesagt habe. Er denkt an dich, Tienchen. Ja, ich denke an euch alle. Ich denke an euch alle. Boah, ich fange echt an zu ölen hier. Warum auch immer. Es wird ihm warm. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich nutze mal hier mal die Sitzgelegenheit. Weil hier ist die Verbindung auch gerade gut. Ah, okay, nice, ja.
Hier ist die, hier ist echt so. Hier ist jetzt eine gute Verbindung. Jetzt warte ich, bis der Anhängsel hier ankommt. Und dann werde ich mich von euch verabschieden. Ja. Hast mitbekommen, eine Schirmmütze hätte ich gerne, eine schöne, die ich zum Radfahren aufsetzen kann. Was ist eine Schirmmütze? Klär mich mal bitte auf, was genau eine Schirmmütze ist. Ist das eine, verstehst du darunter eine normale Käppi oder was ist das? Ich habe keine Ahnung. Schick mir mal, sonst entweder erklärst du es mir jetzt noch schnell oder du schickst mir ein Foto, was eine Schirmmütze ist. Keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich den Chat ausgeblendet. So, jetzt habe ich den Chat wieder eingeblendet. So, wo ist meine Sippschaft? Wahrscheinlich sind sie da in irgendwelche Geschäfte reingegangen. Vielleicht hat Lena irgendwas gefunden. Du denkst an Tienchen und die Verdorme reißt nicht immer alles auseinander. Und ich hätte gerne eine Sonnenbrille von Helmut für 3 Euro. Helmut habe ich... Wann habe ich denn Helmut gesehen? Gestern, glaube ich, als wir durch Kalamilor gegangen sind. Da war ein Helmut. Der hat aber keine Sonnenbrillen, der hatte Handtaschen. Gucci, Dolce und Gabbana und wie die da alle heißen, hatte der mitten auf der Einkaufsstraße hatte das aufgebaut. Ein Basecap. Ja, ich guck mal, ob ich hier irgendwie ein schönes Basecap finde. Soll das dann irgendwie was sein? Mallorca-mäßiges oder scheißegal? Solche, die ich aus dem Shop auch schon habe, du Nase, Cappy, Basecap, wie auch immer die heißen. Ja, das heißt, ich kenne das nur unter Cappy. Ich kenne das nicht unter Schirmmütze oder so. Für mich ist das ein Cappy. Oh, Lena hat irgendwas gekauft. Lena trägt irgendetwas. Ich zeige euch jetzt gleich noch, was Lena gekauft hat. Und dann werde ich mich von euch verabschieden, weil dann geht es ins Zentrum rein. Ach, die laufen auch rum. Dacht ihr, die sind nur am Ballermann? Ja, nein, 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 nein. Aber hier, wenige. Früher waren das viel, viel, viel mehr. Aber die Polente jagt die mittlerweile, so viel ich weiß. Ja. Je nachdem, dann hauen die schnell ab. Warte mal, ich wechsle nochmal eben mal die Kamera. Jetzt ist Lena gerade ins Geschäft rein. Irgendwas hat die gekauft, deswegen hat das wahrscheinlich so lange gedauert. Zeige ich euch gleich. Ja. Ich guck mal, vielleicht melde ich mich irgendwie nochmal so am Wochenende. Vielleicht mache ich da noch einen Stream. Ich weiß ja jetzt hier so mehr oder weniger, wo die Verbindung gut war. Im Hotel war die Verbindung ja relativ gut. Vielleicht mache ich dann oder ich mache im Hotel dann noch was abends mal am Pool. Ja, ich glaube, das wäre ganz gut. Dann gehe ich da runter an den Pool, da sind dann keine Leute. Dann müsste ich dann, ich guck mal, wie das WLAN dann da noch ist vom Hotel. Sonst LTE, da müsste das eigentlich relativ gut sein, war ja schon vom Hotel gut. Und dann würde ich mich dann vom Hotel dann nochmal melden. Ich mit Mallorca drauf, was du mir zutraust, halt nicht zu auffällig, bitte, nicht zu auffällig. Die haben hier so Cappies mit Penissen, habe ich gesehen. Wie wär's denn mit sowas? Nee, ne? So, jetzt da kommt mal Lena. Ich will mal gucken, was die da gekauft hat. Warte, wir gucken mal. Was hast du da gekauft? Ich hab's nicht gekauft. Oma hat's mir gekauft. Oma hat dir was gekauft? Gib mal her, ich zeig das denen mal. Guck mal da. Töchterchen hat. Ja, Junge, der Schwanz fällt dem fast ab. Da. Was auch immer, was ist das? Hase. Das ist doch kein Hase. Doch. Ah ja, ein Hase. Grüß Mama, Papa und Lena von mir, ja. Grüße von Martina. Danke. Bitte schön, ja. Den ist doch klar, deiner, ja. Gut, Leute, ich mach dann jetzt Schluss, weil wir gehen jetzt da in die City rein. Da ist voll, wenn ich aufs Handy gucke, dann knall ich irgendwo dagegen. Wie gesagt, ich melde mich nochmal. Schönen Abend noch, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und bis die Tage. Tschüss, gern.